Jo, liebe Leute, willkommen zurück zu Snap Edition Hogwarts Legacy. Oh Mann, Snap sieht so süß und verletzlich aus. Part 8. Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo Nati, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Ich war dort und ich habe das mit Rookwood und Harlow in den drei Besen gesehen. Ich war besorgt um dich. Bei mir ist alles in Ordnung. Warum haben sie nach dir gesucht, wenn ich fragen darf? Ich habe Rookwood und Harlow noch nie getroffen. Vielleicht verwechseln sie mich mit jemandem. Seltsam, dass die beiden einen Hogwarts-Schüler so angestrengt verfolgen. Was der Grund auch sein mag, du warst eindeutig in Gefahr. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Alle reden nur noch darüber, wie du Hogsmeade bei dem Trollangriff verteidigt hast. Und ich werde nie vergessen, wie sich Serona in den drei Besen gegen Rookwood und Harlow behauptet hat. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Außerdem ist Rookwood mit Ranrok im Bunde. Angeblich wurden sie zusammen in Hogsmeade gesehen. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Sei auf der Hut. Okay. Ich höre wohl nicht recht. Sie wagen es. Rebellion. Was geht hier vor sich? Was ist das für ein Auftrag, mit einer Person zu reden? Aber Mami, Archie, ich diskutiere das nicht mit dir. Ja, wir holen ich sagte, gleich du sollst nicht weit von zu Hause weggehen. Vor allem, da wenn ich mit ich deiner kleinen rein. Schwester im Haus bin. Aber du solltest sie sehen. Ich hätte nie gedacht, dass Ranrocks Anhänger so weit gehen. Oh, das reicht. Ich bin deine Geschichten für heute leid. Du bleibst hier, wo ich dich sehen kann. Ja, das hier nehmen wir noch mit. Warum malst du nicht noch ein paar Bilder für mich? Na gut, Mami. Na gut, Mami. Ich mal noch ein paar Bilder für dich. Oh yeah, neue Handschuhe. Aber ich will keine. So, jetzt reden wir mit dem Typen und dann gehen wir zu dem Laden. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Ranrok und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Ranrok hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Ach, wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Okay, das machen wir jetzt gleich. Da müssen wir aber auch kämpfen, leider. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie?
Hallo, ich bin Jalal Sami und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Die brauche ich. Ah ja, eine sehr gute Wahl. Und das verkaufe ich. Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Ey, schon 2000 Euro. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, jetzt will ich noch die Hallo, Gerüchte Mr. wissen. Semi. Was kann ich für Sie... Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir eine Rivalität mit Upper Hogsfield haben. Es ist nicht weiter aufregend, aber wir sind immer noch das bessere Hogsfield. Und besser als die meisten Orte. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. So, ich will jetzt wissen, ob Upper Hogsfield höher ist oder nicht. Ich hab das... Ist das über... Warte, was ist das hier? Lower Hogsfield. Hogsfield und das ist Upper Hogsfield. Ja. Hä, dazwischen ist Hogsmeade, also... Vor allem, was ist das für ein Dorf? Es gibt... Sorry, aber... Es gibt drei Häuser. Nach dem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Okay, wir gehen da einfach mal hin. Ich kann ja, wie gesagt, noch nicht fliegen oder irgendwie sowas. Boah, ich weiß, das erste Mal, wo ich echt verzweifelt bin, war, wenn ich jetzt gegen die Kobolde kämpfe. Jetzt kommt gleich mein erstes echtes Zauberer-Duell. Bevor ich hier Zauberkunst in der Hauptgeschichte gemacht habe. Weiß ich auch nicht, wie man das finden soll. So, Mondstein wird man am Ende bis zum Abwinken haben, dass man es eigentlich gar nicht mehr braucht. Aber jetzt, im Moment, kann man sich das mal gönnen. So, hier. Hat mir die Karte gezeigt, ist noch an Fußseite. Der schwarze Hybride. Das ist ja auch nichts mehr. Das nehmen wir noch mit. Da gehen wir natürlich hier um diese Feinde rum. Fuck, aber auch nur so. Im Zentrum. Was ist das denn für eine Herausforderung? Besiege Spinnen. Wer hat mir diese Herausforderung denn gegeben? Aber ja, habe ich gerne geschafft. Ach so, ich kann auch rennen. Warum bin ich nicht darauf Hinter den Ruinen. Hier bin ich richtig. Levioso. Hallo, hast du nichts verloren? Ein Spinnenzahn oder sowas? Egal, wir machen das jetzt einfach. Ein Lager. Das muss es sein. Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Aki! Idioto! Inzent! Jetzt haben wir ab, jetzt haben wir einen Kobold. Mach das irgendwie jetzt wie bei Assassin's Creed. Ein Kobold nach dem anderen. Incendio. Hier sind ein Jünger. So, jetzt der nächste. Hey, warum kannst du da nicht hochklettern? Du einfach abhauen. Wir nehmen wieder den normalen Eingang. So, keine Ahnung, wie ich da hinfliegen soll. Ich mach das jetzt ähnlich wie Assassin's Creed. Einen nach den anderen.
Oh Scheiße, ich brauche wieder neues Levioso. Da, bevor der jetzt abhaut, mache ich jetzt Levioso. Ganz einfach ausgewichen. War das schon alles? Incendio. Schade, nicht ganz. So, abhauen. Jetzt wieder zu den Kobolden. Also ich mache das komplett anders als im ersten Teil. Du bist im Sterben hier, was? Naja, eigentlich nicht. Ja, es war egal, ob ich den Kampf zügig beendet habe. Was mache ich hier? Dieser Machtdienst ist sinnlos. Und diese komischen Duellleistungen, die ich eh am Ende machen muss. Aber ich weiß nicht, ob ich mit Snape 100% machen muss. Ich habe mit Aria jetzt 100% gemacht. Letztens, das reicht mir. Da habe ich auch irgendwie nicht mehr dran gedacht. Ich dachte echt, das Spiel hätte einen Bug, aber... Eindringlich! Was für ein Bedauern! Spaß, einfach selber schuld. Accio! Vigioso! Ich werde nicht... Akio! Incendio! So, das einsammeln. Das einsammeln. Akio. Einfach den nächsten auf einholen. Vigioso! Abhauen, 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 abhauen. Abhauen, warten. Vigioso! Du kannst uns nicht aufhalten. Abhauen, abhauen, bis Levioso wieder geladen ist. Levioso! Abhauen, abhauen. Ach, warum? Hier war das letztens schon so lahm an der Stelle. Was soll das? Levioso! Das war schon mal so lahm an der Stelle. So, jetzt einfach wieder warten. Levioso machen. Levioso! So, danke, dass dieser Kobold besiegt ist. So, jetzt gehen wir hier rein. Das wird leider nicht. Ach, hier. Damit kommst du nicht davon. Weil es der andere Kobold ist, check ich nicht. Muss ich den jetzt hier oben abholen? Magst du Schmerzen? Incendio. Mehr hast du nicht. Nee, das Rote muss aufladen, dann kann ich wieder was machen. Incendio. Das war gar nicht schlecht. Und jetzt zu Arns Karren. Ja, wo auch immer der ist, aber wie gesagt... Rebellion. Ich glaube, ich habe das gar nicht so scheiße gemacht. Das erste Mal war scheißiger. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Arn zurück? Ah, hier. Ich kann aber immer noch kein Schwebeding, also kann ich es vergessen. Hier wird auch eine Merlins Aufgabe sein, denke ich. Okay, da geht auch weiter. Dann kehren wir jetzt auch zu Arn zurück. Eben den, die Folge benennt, Snape und Lauer Hogsfield. Oh, morgen kann ich ganz schön viele Videos schneiden. Egal. Ohne einen Mega-Power-Trank habe ich es geschafft. Und ich habe sogar noch irgendwie einen dazu bekommen. Also eigentlich könnte ich auch schnell reisen. So, und dann wartet da irgendwo noch eine Nebenquest auf mich, habe ich gerade gesehen. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Keine Ahnung, nur mal.
So, hier ist an. Oh, warum bin ich durch den Sumpf gegangen? Ach nein, warum mache ich so eine Kacke? So, hi. Wenn Sie etwas kaufen. Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Ich kam relativ leicht an die Karren. Ich bin froh, dass sie wohl auf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Okay. Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, biete ich Rebellion. Oh yeah. So, hier scheint noch ein Schatz mit Wasser zu sein. Ach so, da muss man, glaube ich, dann jetzt bei der anderen Quest irgendwie nach Zeug von dieser einen Person. Googeln. So, das ist natürlich jetzt besser. Ah ne, ich wollte so einen Schal mal anziehen. So, und was ist hier? Das sieht leider wiederum ziemlich scheiße aus. Also nehmen wir wieder dieses mit der längeren Hose. Wir sind ja wieder draußen unterwegs, also brauchen wir wieder unseren Hausschal. Hängt der eigentlich auch mal vorne irgendwo raus oder nur hinten? Hä, irgendwie nur hinten, aber wo ist das andere Stück von dem Schal? Naja, lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, jetzt gehen wir hier zu ihr. Jetzt werden wir im See irgendwas für sie tauchen müssen. Ich um Unterstützung bitten. Hallo, kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch-Smedley von den Pinch-Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn genau für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronom hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bath Pinch Smedleys gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen.
Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Ja, guck mal. Es wird Angst. Ich dachte, man müsste wie bei Assassin's Creed tauchen, dachte ich beim ersten Mal. Aber nee, man muss einfach so dahin schwimmen und dann F drücken und dann holt er das. Also die taucht schon, aber hier muss oder das Astrolabium der Familie Pinch-Smedley sein. Und wenn hier nichts ist, kriege ich Geld oder so. Oder so ein Gewand ist doch geil. Vielleicht sieht das ja sogar gut aus. Aber ich glaube nicht mit dieser Rufe. Oh, wie geil, das kann ich auf jeden Fall gleich alles anziehen. Muss halt immer dahin gehen, wo es so hell ist. Ja, ich habe das gefunden. Und ein Mega Power Trunk. 3 Stück, wie geil. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Ja, aber ich muss hier noch alles andere abtauchen. Und mich dann komplett neu einkleiden gleich. Boah, ich liebe dieses Spiel, aber ich liebe halt auch Harry Potter. Das ist so ein bisschen mein Problem. Warum ich das so cool finde dann. Ach nein, mach doch nicht die Steinkacke hier. Ja, da muss ich... Ja, da komme ich gleich hin. Ich hoffe, der Tauchgang war nicht so schwierig für dich. Ja, ich tauch doch selber, ganz ehrlich. Hallo, Grace. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich. Hast du das Astrolabium? Ja, aber es war nicht leicht. Ich verlange eine Entschädigung. Verstehe, das ist nur fair. Sozusagen eine Belohnung für das Bergen des vergrabenen Schatzes. Danke, dass du es geborgen hast. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Danke nochmal. Oh, 20. Und ich hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Okay, hätte ich mal mehr gefordert. Nein, letztes Mal habe ich gar nichts gefordert, also... Voll gut, dass ich das gefordert habe. So, ist das auch besser. Es sieht zwar verdammt scheiße alles aus. Super, also erstmal hier keine Kopfbedeckung. Hier keine Brille. Ach, schade, ist egal, können wir später ändern. Jetzt gucken wir erstmal nach so einer, nach einem Untergewand. Ja, es finde ich. Was vielleicht? Nee, ist das immer noch am besten. Und hier bei den Umhängen? Ganz ehrlich, diese Klamotten sehen nur gut aus mit einem großen Umhang. Wenn dem ruhig den. Bei dem Schal bin ich mir noch unsicher. Diesen Schal? Also diesen oder diesen? Will ich lieber, dass zwei Sachen rumhängen oder nur eine Sache? Ich glaube, ich nehme einfach immer wieder keinen. War die Krawatte und so. Ach komm, wir nehmen einfach keinen. So, wir bleiben einfach so. So, jetzt gehen wir noch den restlichen Zeug verkaufen. Und dann gehen wir halt mal gucken, was die nächsten Aufträge sind und machen davon einen. Schlafen wird wohl überbewertet, das müssen wir nicht.
Oh, diese Blumen waren als Kind, glaube ich, meine Lieblingsblumen. Kobold-Anhänger vertrieben? Ich sage Ihnen, das war... Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Also ich muss mal eben gucken, ob ich nicht die Sachen lieber anziehe. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, so keine anziehen, genau. Was ist hier? Irgendwas konnte ich auch nicht verkaufen. Okay, das nicht. Das. Was war hier los? Auch nicht. So, jetzt kann ich, glaube ich, den Rest verkaufen. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Perfekt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, jetzt wähle ich noch eine neue Quest aus. Bei Aufträge. Prüfung Merlins. Und dann gehen wir zu Professor Sharp. Alles klar, aber jetzt ist erstmal meine Spielzeit zu Ende. Wir speichern das Spiel. Und bis dann, ciao.